Meine erste große Liebe war ein Albtraum. Mustafa, ein Türke, hat mich vor 19 Jahren von heute auf morgen einfach sitzen gelassen. Das hat mir damals das Herz gebrochen. Und Jahre später war meine Tochter auf dem besten Weg, ins gleiche Unglück zu rennen. Ich war blind vor Hass und Vorurteilen. Frau Brandt, kann es sein, dass bei Ihnen ein gewisser Herr Habibi untergekommen ist? Ja, er ist hier. Herr Habibi hat sich heimlich in unser Haus geschlichen. Wenn Sie ihn jetzt abschieben, bist du schuld! Das verzeih ich dir nie. Ich hasse dich! Mia, jetzt warte doch, Mia! Dadurch hätte ich meine Tochter fast verloren. Hätte das Schicksal nicht diesen Mann geschickt. Es tut mir leid, hörst du? Entschuldigung. Finger weg, es gehört mir. Meine Tochter Mia und ich waren immer ein Herz und eine Seele. Bis zu dem Tag, an dem sie ihren Freund mit nach Hause brachte. Abdullah aus Afghanistan. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Hallo Mama, das ist er. Hallo Frau Brandt, Abdullah Habibi mein Name. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mia hat mir viel von Ihnen erzählt. Guten Tag, Herr. Wie war der Name? Habibi, Abdullah Habibi. Es ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Meier oder Müller wäre mir auch lieber. Setzt euch, das Essen ist fertig. Meine Mutter ist irgendwie komisch heute. Das ist kein Problem, Schatz. Sie muss sich erst sagen, wie wund, dass du einen Freund hast. Kassler vom Heilbergschwein. Für mich bitte nur Kartoffeln, Frau Brandt. Sind Sie Vegetarier? Nee, Muslim. Das wird ja immer besser. Dann stand ich ja ganz umsonst in der Küche. Dafür esse ich seine Portion. Oh, Mama, was machst du denn? Das ist okay, Schatz. Ich mach das sauber. Wo ist das Bad? Nächste Tür rechts. Sag mal, was ist los mit dir? Auf welchem Basar hast du den denn aufgegabelt? Er kommt aus Afghanistan. Was dagegen? Mia, ich habe nichts gegen Ausländer. Aber du weißt, was in Afghanistan abgeht. Die Typen dort sind unberechenbar. Abdullah ist aber anders. Nein, er ist Moslem. Und die behandeln die Frauen wie Dreck. Ich liebe ihn. Und du kannst nicht mal. Komm, wir gehen. Mia! Mia! Auf gar keinen Fall. Das ist mein absolutes Lieblingsteil. Da gehe ich nicht mit dem Preis runter. Und wenn es hier noch ewig hängt. Ja, das Sakko ist schön. Aber jetzt lenkt bitte nicht vom Thema ab, Süße. Mia ist einfach zu jung. Die weiß nicht, auf was sie sich da einlässt. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Ich meine, sie wird bald 18. Ich will einfach nicht, dass dieser Abdullah ihr das Herz bricht. Wie kommst du denn da drauf? Du hast mir doch selbst erzählt, dass sie total glücklich ist, seitdem sie ihn kennt. Da kannte ich ihn aber noch nicht. Ich dachte, da kommt ein Paul oder Lukas ums Eck. Kann ja niemand ahnen, dass da plötzlich ein Muselmann steht. Sag mal, findest du nicht, dass du dich ein bisschen ausländerfeindlich anhörst? Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Bei dir kommt die alte Geschichte mit dir und Mustafa hoch. Das war was ganz anderes. Was anderes? Ihr wolltet heiraten. Du warst total fertig, als du damals aus Berlin zurückkamst. Es hat echt lang gedauert, bis ich nicht mehr jeden Tag an ihn denken musste. Dieses Arschloch hat sich einfach aus dem Staub gemacht und sich nie wieder gemeldet. Ja, aber nur weil du mit einem Ausländer schlechte Erfahrungen gemacht hast, heißt es noch lange nicht, dass alle Ausländer gleich sind. Ich meine, guck dir doch mal Mias Vater an. Der ist deutsch. Und was hat er gemacht? Er hat dich sofort nach der Geburt verlassen. Ja, vielleicht bin ich deswegen so vorsichtig. Ich will einfach nicht, dass Mia noch einmal von einem Mann so verletzt wird. Es ist doch völlig egal, wo derjenige herkommt. Es ist nur eins wichtig, er muss ein gutes Herz haben. Und bitte, lass Mia einfach ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber nicht mit einem Typen, der Abdullah heißt. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fill. Willkommen zu Hause. Hier wohnst du.
Ja, seit vorgestern. Okay, ich dachte, du wohnst in so einem Jugendwohnheim. Ich musste da raus. Wieso das denn? Ich bin damals aus Afghanistan geflohen und durfte in Deutschland bleiben, weil ich minderjährig war. Jetzt bin ich volljährig. Ich habe keine Ausbildung, kein Studium, nix. Wenn ich keine Lehrstelle finde, dann schieben die mich ab. Ich helfe dir bei der Lehrstellensuche. Das ist gar nicht so einfach. Wenn die Leute checken, dass ich Afghane bin, dann denken die mal, ich bin gleich ein scheiß Taliban. Ja, so wie meine Mutter auch. Ich dachte echt, die wäre nicht so drauf. Aber hast ja gesehen, wie die abgegangen ist. Dieser Asthmaanfall, das war einfach so übertrieben. Schatz, die kann nichts dafür. Mein Bruder Najib hat auch immer Asthmaanfälle, wenn er sich aufgeregt hat. Du hast einen Bruder? Er ist an Asthma gestorben. Oh. Wir hatten keine Medikamente in Afghanistan. Es tut mir leid. Was ist los? Scheiße, wir müssen hier weg. Warum? Ich hab gleich Schärfe jetzt. Scheiße, hau ab, ich hol ihn. Halt! Was wird denn das, wenn es fertig ist, Fräulein? Was meinen Sie denn? Wo ist der Kollege? Keine Ahnung. Kann ich mal Ihren Personalausweis sehen? Den hab ich leider zu Hause vergessen. In Ordnung. Wir begleiten Sie jetzt nach Hause. Los! Frau Brandt, wir haben Ihre Tochter im Heinrichpark, im Obdachlosenlager, aufgegabelt. Können Sie bestätigen, dass Ihre Tochter bei Ihnen wohnt? Wo soll ich denn sonst wohnen? Wir waren doch gerade zu Hause und haben ein Perso geholt. Sie hören doch, was meine Tochter sagt. Noch eins. Ihre Tochter sollte sich nicht in der Ecke des Parkes herumtreiben. Das ist eine gefährliche Gegend. Dort wimmelt es nur so von Dealern, Alkoholikern, Pennern. Das wird sie nicht mehr. Versprochen. Ich passe auf Sie auf. Dann schönen Abend noch. Da steckt doch Abdullah dahinter, oder? Klar, wer sonst? Wir verticken dort heimlich Drogen und basteln Bomben. Sag mir die Wahrheit. Ist doch eh sinnlos. Schön. Dann hast du bis auf weiteres Hausarrest. Was machst du da? Pausenbrote für die Schule. Du hast vor 3 Jahren das letzte Mal welche mitgenommen. Na und? Wir haben heute länger Schule und ich will Kohle sparen. Sag mal, gehst du heute nicht in die Boutique? Ich bin zu platt. Carmen schafft es auch mal ohne mich. Weißt du was? Ich habe letzte Nacht wegen dir kein Auge zugemacht. Was regst du dich denn so auf? Es ist nichts passiert. Ach, es ist nichts passiert? Und warum bringt dich dann die Polizei in meinen Laden und fragt mich aus? Wer weiß denn, was Abdullah dich da reingezogen hat? In nichts. Jetzt komm mal runter. Der Kerl bringt nur Ärger. Die Nachbarn zerreißen sich auch schon das Maul über uns. Ja, die Spieße haben auch sonst nichts zu tun. Mia, merkst du es nicht? Abdullah ist nicht der Richtige. Du hast was Besseres verdient. Mann, du bist genauso nazimäßig drauf wie der Platzer von drüben. Nein, das stimmt nicht. Ich sag dir nur, Abdullah ist aus einer ganz anderen Kultur. Ihr passt einfach nicht zusammen. Was weißt du denn schon? Wir lieben uns, Mann. Hey. Wo bist du ja? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Psst, meine Mutter ist oben. Die geht heute nicht zur Arbeit. Ich dachte, Deutsche gehen immer zur Arbeit. Ach, das dachte ich bei ihr auch. Egal. Hier. Das ist wie im Hotel hier. Aber ich kann nicht ewig hier bleiben. Wo willst du denn sonst hin? Ich wollte mich heute Nachmittag mit einem Sozialarbeiter treffen. Vielleicht weiß er was wegen der Lehrstelle. Oder hat zumindest einen Rat oder so. Oh, das wäre super. Dann könnte uns keiner mehr trennen. Sowieso nicht. Wenn du weg musst, gehe ich mit. Egal wohin. Du bist so süß und so romantisch. Weil es Liebe ist. Jetzt muss ich aber los. Schule. Versteck dich am besten irgendwo. Meine Mutter ist ja oben. Tschüss. Okay.
Your fingertips across my skin. The palm trees swaying in the wind, in the wind. Images. I'm trying not to think about you. And can't you just let me be? So long, my luckless romance. My back is turned. Geht's ihr? Ja, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sie hatte eine Asthma-Krise. Die ist jetzt aber vorbei. Hatten Sie wirklich Glück gehabt, dass Sie Ihren Inhalator zur Hand hatten? Hatte ich gar nicht. War ich bewusstlos? Da können Sie sich bei Ihrem Schutzengel bedanken. Der hat Ihnen das Leben gerettet. Mama, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Jetzt gönnen Sie sich erstmal ein bisschen Ruhe. Und vor allen Dingen vermeiden Sie Stress. Und wenn irgendetwas ist, dann melden Sie sich bei mir, okay? Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Und danke. Bitte. Schutzengel. Wer soll das gewesen sein? Keine Ahnung. Vielleicht jemand von den Nachbarn. Dr. Krüger meinte, der Anrufer hat keinen Namen gesagt. Ist ja auch egal. Hauptsache, geht's wieder gut. Was war das? Keine Ahnung. Mach bitte mal den Vorhang zur Seite. Wieso? Bitte. Also gut. Da ist nichts. Doch, da ist was. Bleib liegen, da ist nichts. Doch, da ist was. Du? Frau Brandt, ich kann Ihnen das erklären. Wie bist du in unser Haus gekommen? Mama, ich musste Abdullah hier verstecken. Er wusste nicht, wohin. Darüber reden wir noch. Und jetzt zu dir. Hören Sie, ich musste... Würdest du bitte mal aufmachen? Wir reden gleich noch. Guten Tag. So sieht man sich wieder. Was wollen Sie? Frau Brandt, kann es sein, dass bei Ihnen ein gewisser Herr Habibi untergekommen ist? Wie kommen Sie denn darauf? Wir haben eine Meldung von einem Nachbarn bekommen. Außerdem ist der Habibi zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, er ist hier. Herr Habibi hat sich heimlich in unser Haus geschlichen. Mama! Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich habe ihn gerade im Schlafzimmer entdeckt. Treppe runter links. Dann wollen wir mal. Du bist so... Er hat überhaupt nichts getan. Und warum sucht ihn dann die Polizei? Und wieso versteckt er sich in unserem Haus? Siehst du? Darauf hast du nämlich auch keine Antwort. Es ist besser so, glaub's mir. I'm thinking of you. Er hat nur keine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn Sie ihn jetzt abschieben, bist du schuld. Hätte ich ihn decken sollen? Solche Typen brauchen wir hier nicht. Das verzeih ich dir nie. Ich hasse dich! Mia, jetzt warte doch, Mia! Kinder, nur Ärger hat man mit denen. When I wake up. Ja. Ich bin mir noch so unsicher. Also, ich kann ihn noch gern zurückhängen und sie kommen noch mal wieder. Hallo. Ja, das wäre super. Ja, machen wir das so? Gut, dann okay. Komme ich noch mal. Danke, bis dann. Tschüss. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Ich suche Nadia Brandt. Ich glaube, der Laden gehört doch hier, oder? Mustafa?
Machen Sie sich doch nichts draus. Sie haben alles richtig gemacht. Und überhaupt, was hatte der Kanake in Ihrem Haus zu suchen? Sie haben die Polizei gerufen, oder? Ja, ich habe den Kerl nämlich rumschleichen sehen in Ihrem Wohnzimmer. Und der hatte so ein komisches, weißes Ding in der Hand. Da darf man nicht lange fackeln. Nee, Moment, nee. Das heißt ja... Hat der Assi was geklaut? War es dieses Ding hier? Ja, könnte sein. Oh Gott, ich bin so bescheuert. Danke, Herr Platzer, Sie haben mir sehr geholfen. Bitte. Schönen Tag noch. Hallo Mia, hier ist Mama. Es tut mir alles so leid. Ich habe total Mist gebaut. Ich schäme mich so. Abdullah war es, der mir das Leben gerettet hat. Er war der Schutzengel. Bitte melde dich. Mia, ich bin's nochmal. Ich mache mir wirklich Sorgen. Bitte melde dich. Ich bin jetzt in diesem Park. Ich hoffe, dass du hier irgendwo bist. Es tut mir leid, hörst du? Entschuldigung. Finger weg, das gehört mir. Mustafa? Nadja? Was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach dir. Das glaube ich nicht. Ich meine, warum solltest du? Nach all der Zeit. Als ich damals unterwegs zu dir war, da hat mich die Polizei aufgegriffen und die haben mich abgeschoben in die Türkei. Ich hatte keine Chance. Aber du hattest doch eine Aufenthaltsgenehmigung, das weiß ich noch. Ja, schon. Aber gegen mich lag ein Haftbefehl vor, aus politischen Gründen. Ich habe dir auch geschrieben die ganze Zeit, aber es kamen immer wieder die Briefe zurück. Was war denn los überhaupt? Ich bin umgezogen. Und dann habe ich auch geheiratet. Aber das ist schon lange vorbei. Du trägst ja das Sakko aus meiner Boutique. Ja, ich war heute Mittag bei dir und ich habe dich aber nicht gefunden. Ja, ich war... Ich bin so glücklich, dass ich dich gefunden habe. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert. Das muss, glaube ich, Schicksal sein. Du übertreibst genauso wie damals. Ja, ich bin doch ein alter Romantiker, aber ich bin echt sprachlos. Das ist so irreal. Aber es ist gut, dass du da bist. Ich habe 19 Jahre auf diesen Moment gewartet. Weißt du, ich war ja damals auf dem Weg zu dir, als mich die Polizei aufgegriffen hat. Weißt du, da wollte ich dich eigentlich fragen, ob du meine Frau werden willst. Oh mein Gott, Mustafa. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Mia, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Mama, du musst mir helfen. Wo warst du? Warum bist du nicht ans Handy gegangen? Ich weiß jetzt, wie Abdullah in Deutschland bleiben kann. Ich werde ihn heiraten. Spinnst du? Du bist erst 17. Ja, und deswegen brauche ich deine Erlaubnis. Du hast doch selber gesagt, dass es dir leid tut und dass du dich schämst. Und so könntest du alles wieder gut machen. Mia, das ist ein Riesenschritt. Das ist... Ich liebe Abdullah und ich will mit ihm zusammen sein, das weiß ich. Du kannst es mir nicht verbieten. Entweder du hilfst mir oder du siehst mich nie wieder. Er ist Moslem und die behandeln die Frauen wie Dreck. Es ist doch völlig egal, wo derjenige herkommt. Es ist nur eins wichtig, er muss ein gutes Herz haben. Abdullah ist nicht der Richtige. Du hast was Besseres verdient. Ich bin so glücklich, dass ich dich gefunden habe. Das muss, glaube ich, Schicksal sein. Tut mir leid, aber ich kann dir das nicht erlauben. Du bist so krank mit deinem Hass auf Ausländer. Nein, Mia. Ich sehe die Dinge jetzt anders. Ich habe eine viel bessere Idee.
Ach ja, was denn? Wir haben Abdullah eine Lehrstelle besorgt, bei Mustafa. So konnte er in Deutschland bleiben. Und Mia hat mir verziehen. Zum Glück. Jetzt sind wir wieder ein Herz und eine Seele. Und Mias Liebe zu Abdullah kann sich, wie es sich für einen Teenager gehört, langsam entwickeln. Mmh, es riecht ja lecker. Was gibt's denn? Einen Topf. Ich schmier mir dann ein Brot. Ach was, das probierst du jetzt einfach mal. Oh Mama. Mmh, riecht gut. Danke. Das ist ja Rind. Ja, nach dem Rezept meiner Mutter. Der beste Rindfleischeintopf der Welt. Mama, du bist echt super. Mein gebrochenes Herz durch Mustafa hat mich blind gemacht. Blind für die Liebe und blind für die Menschen. Ich konnte einfach keinen Grund finden, warum mich Mustafa verlassen hat. Da habe ich es auf die Ausländer geschoben. Auf die beste Mutter der Welt. Oh ja, auf jeden Fall. Auf Nadja. Ohne sie wäre ich nicht mehr in Deutschland. Bedank dich lieber bei Mustafa. Er hat dir schließlich die Lehrstelle in seiner Autowerkstatt gegeben. Ich habe nur ein bisschen vermittelt. Aber jetzt weiß ich, woher jemand kommt, ist völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist sein Herz. Auf uns, Prost. Auf uns.